Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Fighter. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute wieder nicht alleine vor der Kamera. Nachdem Leni euch in der letzten Woche schon ein bisschen was zur Ausbildung zum Spür- und Rettungshund erzählt hat, ist sie heute wieder da, um euch einfach mal zu berichten, wie es dann aussieht, wenn sie mit ihrem Hund auf einem Einsatz ist und tatsächlich nach Menschen sucht. Jetzt stellt sich mir zuallererst mal die Frage, bei was für Einsätzen du mit deinem Hund im Endeffekt überhaupt tätig wirst. Es ist natürlich immer unterschiedlich. Also hauptsächlich handelt es sich um Einsätze, bei denen ältere Menschen vermisst werden, die zum Beispiel demenzkrank sind, sich verlaufen haben, nicht zurück ins Altersheim gekommen sind. Was natürlich auch oftmals der Fall ist, dass suizidgefährdete Personen unterwegs sind, die einen Abschiedsbrief hinterlassen haben und die dann ab dem Zeitpunkt vermisst werden. Das sind natürlich nicht sehr erfreuliche Anlässe, aber ja, auch mit sowas wird man ab und zu mal konfrontiert. Und wie oft seid ihr so im Einsatz im Jahr? Das kann man ganz schwer sagen. Manchmal gibt es Wochen, da sind wir zweimal in der Woche im Einsatz. Manchmal monatelang gar nicht, was man sagen kann, also tendenziell sind wir öfters an den Feiertagen unterwegs, also gerade Weihnachten, Silvester, Valentinstag, so diese Tage, an denen die Leute halt auch emotional sind, da ist man dann schon oft unterwegs, weil eben viele Leute dann Abschiedsbriefe schreiben. Was natürlich oft passiert ist, dass wir halt abends oder mitten in der Nacht dann los müssen. Dass tagsüber mal der Piepser losgeht, ist eigentlich recht selten. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wie erfahrt ihr überhaupt, wenn ein Einsatz ansteht? Wie erfahrt ihr davon, dass ihr los müsst? Ja, ich habe es im letzten Video schon mal kurz angedeutet. Also wir haben so einen kleinen Piepser, der ist so groß ungefähr. Sieht aus wie ein kleines Walkie-Talkie eigentlich. Und es ist ein ganz unangenehmer Ton. Der piept dann und dann wird auch gleich durchgegeben von der Leitstelle grob, was passiert ist, also wohin wir kommen müssen und ob es sich um eine vermisste Frau handelt oder einen vermissten Mann. Dann geht's los, wir fahren dann zu unserem Staffelheim erstmal, wir haben ja eigene Rettungswägen auch, packen dann die Wägen, packen die Hunde hinten rein und dann geht's los zu dem Ort, an dem es stattfindet. Und wie beginnt für euch ein Einsatz typischerweise, wenn ihr dann am Ort angekommen seid? Also erstmal geht es darum, die Lage abzuchecken. Also es werden erstmal bestimmte Personendetails durchgegeben, Alter, Aussehen. Das sind ja schon wichtige Dinge, die wir wissen müssen. Nicht, dass wir irgendwelche Leute, die gar nicht gesucht werden, dass wir die dann finden. Dann sind wir natürlich ganz oft in Kontakt mit Polizei und Feuerwehr, die ja meistens auch vor Ort sind, wenn dann gesucht wird. Und ganz oft ist es so, dass in dieser Phase, also wenn wir ankommen dort und dann erstmal die ganzen organisatorischen Dinge geklärt werden, dass dann die Person meistens schon gefunden wurde. Also dass wir dann gar nicht in den Wald müssen zum Suchen, sondern dass ab dort dann schon gesagt wird, okay, die Person wurde gefunden, wir können wieder nach Hause. Und wenn dieser Fall nicht eintritt, ja, wie läuft ein Einsatz dann ab? Ist es so, wie man sich das aus dem Film vorstellt, dass euer Hund an Pullover riecht und dann losläuft, oder? Gar nicht. Also es gibt es auch, das nennt sich Mantrailing. Also es gibt auch, man kann seinen Hund auch zum Mantrailing-Hund ausbilden lassen. Bei uns ist es so, wir starten als Gruppe. Es gibt immer einen Hundeführer, also das Herrchen oder Frauchen mit seinem Hund. Und einen Helfer noch dazu. Das sind dann quasi Zweierteams. Und es gibt dann, es wird ein Waldgelände oder ein Wiesen- oder Stadtgelände festgelegt von der genauen Meteranzahl. Und das wird dann so parzellenartig, sage ich mal, wird dann abgesucht. Der Hund ist nicht darauf spezialisiert, wie man das aus dem Film kennt, dass der jetzt an einem Pullover riecht und dann diese Spur sucht, das ist ja dann ein bestimmter menschlicher Partikel, der dann gesucht wird, sondern unsere Hunde sind auf alles trainiert, was menschlich riecht. Also auf jegliche menschliche Geruchspartikel. Es ist ja so, dass jeder Mensch beim Laufen immer Geruchspartikel, auch Körperpartikel verliert und danach sucht der Hund. Es kann also zum Beispiel sein, bei uns im Training ist es öfters so, dass wir
ein Liebespaar oder irgendwelche fremde Leute aus dem Wald holen, weil die ja nicht, der Hund kann ja nicht unterscheiden, ob es sich gerade um ein Opfer handelt oder ob das einfach nur ja, ein verschrecktes Liebespaar ist, das sich da im Wald befindet. Ja, also die Frage, die sich mir dabei vor allem stellt, ist eine eher menschliche Frage. Wie fühlt es sich denn an, wenn man auf dem Einsatz ist? Gerade weil man weiß, dass es sich um einen Notfall handelt und eventuell sogar um ein Menschenleben geht. Ja, es ist natürlich total aufregend, so wenn man das erste Mal auf einem Einsatz ist. Es wird irgendwann zur Routine. Für mich ist es keine Routine, nach wie vor nicht. Es ist immer aufregend, vor allem wenn man nachts aus dem Schlaf gerissen wird und dann Hektik, dann muss man los, hat Stress. Und ja, man fragt sich ja schon auch, was erwartet mich jetzt da im Wald? Also gerade wenn es um Suizid geht, ja, muss man sich auf alles gefasst machen. Und das ist ja, ja, nicht so einfach. Am Ende habe ich jetzt noch eine kurze Frage an dich. Habt ihr schon mal mit eurem Hund erfolgreich einen Menschen gefunden bei einem Einsatz oder ist das eher selten? Das ist eher selten. Also Hermine hat jetzt noch niemanden gefunden im realen Einsatz. Es gibt allerdings Hunde bei uns in der Hundestaffel, die tatsächlich schon mal gefunden haben. Das kommt sehr selten vor. Ich will jetzt mich da nicht auf eine Zahl festlegen, aber ich glaube, das letzte Mal, dass unsere Staffel jemanden dann tatsächlich gefunden hat, das muss so zwischen 8 bis 10 Jahre her sein. Also es ist wirklich schon recht lange. Das ist für uns ja, natürlich auf der einen Seite ein bisschen enttäuschend, weil man hätte ja schon gerne mal das Erfolgserlebnis. Andererseits ist man auch ganz froh, dass man eben nicht mit einer dieser von mir geschilderten Situationen konfrontiert wird. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und vor allem auch euch von dem Thema zu berichten. Gerne. Ich finde, dass es sich dabei einfach um wahnsinnig exotisches und vor allem interessantes und cooles Hobby handelt. Und ich habe auf jeden Fall den allergrößten Respekt vor der Arbeit, die du und deine Hundestaffel so erledigt. Falls euch das Thema interessiert und ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst sie auf jeden Fall in den Kommentaren da. Ich werde sie an Leni weiterleiten und versuchen, euch Antworten darauf zu geben. Falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst ein Like da, abonniert Pointer und checkt die Videos in unserer Endcard aus. Es ist bestimmt noch was dabei, was euch interessieren könnte. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!